Gianni, wie fühlst du dich jetzt nach dem Testeinsatz hier gegen Luzern? Ja, es war wieder ein super Test gewesen. Die letzte Woche, jetzt, wo man das Testspiel kann, wieder gegen einen Superligist. Es ist super, dass wir die Leistungen können abrufen können. Ja, die ersten Minuten haben wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, um reinzukommen. Das Tempo ein bisschen zu halten, aber nachher sind wir besser ins Spiel gekommen. Und ich denke, wenn wir so spielen, haben wir gute Chancen, dass wir etwas holen können. Ja. Wenn du jetzt vergleichst mit den anderen Testspielen, was ist da besser gelaufen gegen Luzern? Gut, bei den ersten Testspielen haben wir gemerkt, dass sind noch nicht die Automatismen drin, die wir wollen. Und das haben wir können in den Trainings anschauen, auch in diesen Tests verbessern. Und heute habe ich wirklich gedacht oder gesehen, dass wir Fortschritte gemacht haben. Ja. Ja, und wenn man so spielt wie jetzt gegen Luzern, dann könnte es ja gut sein, dass man in der nächsten Saison in der Superliga mal wieder auf Luzern trifft. Das wäre natürlich das Ziel, ja. Für das schaffen wir von Woche zu Woche. Und ja, ich bin zuversichtlich, wenn wir Vollgas wie heute jedes Spiel gehen, bin ich zuversichtlich, dass wir den Platz halten können. Sandro, wie fühlst du dich nach dieser Verletzungspause? Ja, momentan fühle ich mich sehr gut. Es war eine sehr lange Zeit gewesen. Wir haben viel trainiert und jetzt bin ich froh, dass ich heute einen Teileinsatz machen kann. Wie hast du dich denn gefühlt bei den letzten Trainings? Hast du schon Vollgas geben? Ja, ich war voll integriert in die Trainings. Klar läuft ab und zu nicht alles so nach Wunsch, aber das ist ganz normal nach so einer langen Reha-Zeit. Und jetzt gilt es einfach, also Fitness überkommen und wieder daran gewöhnen und so schnell wie möglich wieder ans alte Level zu kommen. Was ist denn dein Ziel jetzt da bei der Generalprobe gegen Luzern? Ja, dass ich gut ins Spiel komme, dass ich einfach bleibe, saubere Pass spiele und dass ich auch etwas für meine Fitness machen kann. Wie ist die Stimmung jetzt vor dem Restart? Ja, ich glaube, wir freuen uns alle riesig drauf. Sehr lange Zeit gesehen. Wir haben hart gearbeitet, auch während der Corona-Zeit. Und jetzt wollen wir uns belohnen vom zweiten Platz und wollen das durchziehen bis Ende der Saison. Patrick, wie ist jetzt die Stimmung im Verein kurz vor dem Restart? Ja, wir sind alle sehr gespannt und wir freuen uns, dass nächsten Freitag wieder losgeht mit dem ersten Ernstkampf gegen Winterthur. Wir sind alle motiviert und sind hoffentlich temperat auf den Punkt. Wie beurteilst du die Leistung in den Testspielen? Gut, bei den Testspielen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, darum hasse ich auch Testspiele. Wie man sieht, Luzern heute ganz einen anderen Auftritt. Vor ein paar Tagen haben sie 5-0 gegen Lausanne verloren. Ist aber eine gute Superleague-Mannschaft. Also ich glaube, man muss es immer ein bisschen abmessen können. Aber ich denke, wir haben vor allem jetzt in Wiel schon erste gute Ansätze gezeigt. Oder haben gegen Zürich, was eine gute Mannschaft ist. Und auch heute, glaube ich, sind wir eigentlich fast auf Augenhöhe. Und darum stimmt uns das eigentlich positiv. Was sind deine wichtigsten Projekte jetzt noch vor dem Spiel gegen Winterthur? Gut, wir haben natürlich organisatorisch noch viel zu berücksichtigen. Das ganze Schutzkonzept von der SFL, das wir für das erste Spiel und auch heute schon umsetzen. Aber es gibt vor allem uns noch ganz viel Arbeit bis zum nächsten Freitag. Wir sind noch am Prüfen, ob wir allenfalls ein Restkontingent der Fans einladen und Sponsoren und Partner. Und dort werden wir auch nächste Woche in die nächsten Schritte in den Weg leiten.